Wenn in der Eifel jemand jemanden aufs Dach steigt, ist das mit Sicherheit kein Grund für einen Bericht. Wenn es sich dabei aber um einen Reetdachdecker handelt, sieht die Sache schon ganz anders aus. Und wenn sich dies dann auch noch in einem wahren Gartenparadies abspielt, kurzum, wir haben uns nach Höfen auf die Socken gemacht. Doch zunächst zum Garten. Der geheime Garten, eins meiner Lieblingsbücher. Doch man muss nicht nach England fahren, um einen geheimen Garten zu finden, sondern einfach nach Höfen, wo ein wunderschöner Garten ist, den Raimund und Hilde Ibber angelegt haben. Wie kommt man auf die Idee, so ein Riesenprojekt zu starten? Ja, wie kommt man dazu? Ganz einfach, weil wir es lieben. Wir wollten immer mit der Natur leben. Wir wollten experimentieren. Wir wollten einen Garten gestalten. Und dann haben wir das in Angriff genommen. Sie machen das ja zu zwei Mann, kann man, oder zu Mann-Frau, kann man sagen. Und Kinder. Und Kinder. Und Kinder, ja. Werden die zwangsverpflichtet dann? Leider nein. Kein Kind lässt sich zwangsverpflichten. Die machen das auch gerne. Und das freut uns dann. Wenn man durch Ihren Garten streift, findet man ja quasi die gesamte Vegetation unseres Landes. Was kann man hier alles sehen? Ja, aufzählen kann ich das gar nicht. Es ist so vielfältig und so umfangreich, angefangen von Gartenpflanzen, von Gemüse, von Beerensträuchern, von Bäumen. Eine kleine Herde, die braucht ja auch Nahrung, das sind die Wiesen, als Unternutzung der Streuobstwiese. Sie haben ja auch Tiere hier. Ja, ich sag's schon, wir haben Coburger Fuchsschafe, das ist eine alte Schafrasse, die überall in Deutschland beheimatet war, in den Mittelgebirgslagen beheimatet war. Man nannte sie früher eine Eifeler Füchse, im Hunsrück Hunsrücker Füchse und so weiter. Als Rasse sind sie als Coburger Füchse jetzt noch immer erhalten. Wenn man so einen Garten sieht, kommt natürlich die Frage hoch, ernähren Sie sich auch aus dem eigenen Garten? Selbstverständlich wird der Garten auch genutzt. Wir haben jedes Jahr unterschiedliche Mengen an Nahrungsmitteln, die wir rausholen, mal mehr, mal weniger, aber wir ernähren uns. Doch kommen wir nun zu einem weiteren Thema, das uns nach Höfen lockte. Abgerundet wird das Bild dieser kleinen, heilen Welt von einem alten, typisch Eifler Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert, das, wie oft in Höfen, durch sein Reetdach zu einem Anziehungspunkt geworden war. Doch auch daran nagte der Zahn der Zeit. Kurzum, das Dach, rund 30 Jahre alt, musste abgedeckt werden. Familie Ibber mehrere Wochen quasi unter einer Folie leben. Den Anstoß gab, dass wir zu Ihnen gekommen sind, dass Ihr reetgedecktes Haus neu gedeckt wird. Ja, das Reet muss man auch schon mal neu decken, damit das Haus nicht von Wasser durchdrungen wird. Und es war jetzt soweit, dass es halt neu gedeckt werden musste. Und das haben wir dann dieses Jahr in Angriff genommen. Das ist doch sicher eine kostspielige Angelegenheit. Wird das gefördert? Selbstverständlich, das ist eine kostspielige Angelegenheit. Aber es wird auch vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Mit einer erheblichen Summe. Aber das macht natürlich nicht das Dach sehr billig, weil es ja ohne dies sehr teuer ist. Gibt es eigentlich eine Untersuchung, warum gerade Höfen ein Ort gewesen ist, in dem man diese Art der Dachdeckung vollzogen hat? Ja, mir ist nicht alles über diese Geschichte bekannt, aber ich weiß, dass hier die Bauern oder die Bewohner recht arm waren. Man nannte ja auch die Eifel Deutsch-Sibirien, die Erträge des Bodens waren nicht hoch. Und dann haben die mit Materialien das Haus gedeckt oder auch das Haus gebaut, die in der Nähe vorhanden waren. Und dann hat man das halt mit Roggenstroh gedeckt oder auch mit dem Riet aus dem Fenn. Nun, der Beruf des Reetdachdeckers ist ja völlig ausgestorben. Sie mussten also weit reisen, um so einen Dachdecker noch zu finden. Ja, Reetdachdecker gibt es ja in Norddeutschland noch. Hier in der Region kaum oder gar nicht. So haben wir natürlich einen Dachdecker gefunden, der aus Vechta kommt.
und er deckt jetzt unser Haus. Doch auch das alte Dach, immerhin 420 Quadratmeter Fläche, wird noch genutzt als ein riesiger Komposthaufen, der langsam immer mehr und mehr in sich zusammenfällt. Kurzum, man gibt der Natur, was aus der Natur kam. Und wir verabschieden uns aus einem der schönsten Gärten, und das sage ich jetzt nicht als Schmeichelei, aus einem der schönsten Gärten, die ich jemals gesehen habe. Ja, das freut uns sehr und wir wünschen Ihnen noch weiterhin viel Spaß und den Besuchern, die auch in unseren Garten kommen werden.